Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Tipps und Tricks Video. Dieses Video soll sich an alle richten, die vielleicht ein bisschen Probleme haben, in diesem neuen Winter-Event im Winter-Express-Modus einen Win zu holen, allgemein so ein bisschen voranzukommen, den Zug zu pushen oder den Zug zu halten, wie auch immer. Ich möchte euch vier meiner Top-Legenden nennen, die es einen Anfänger relativ einfach in Anführungszeichen machen oder welche Legende eine gute Wahl ist, um gut voranzukommen. Es gibt ein paar Besonderheiten in diesem Modus, die es zu beachten gilt, wo es nicht so sinnvoll ist, vielleicht alleine Rambo-mäßig zu pushen. Ich habe jetzt in der Nacht ein Video rausgehauen, das ist ein bisschen länger. Da gehe ich über jeden oder gehe ich auf alle Einzelheiten in diesem Modus, in diesem Event, über alles, was es über dieses Event allgemein zu erzählen gibt, ein. Dann gibt es noch ein Secret, eine Mirage-Sprachdemo, die versteckt ist. Memo, nicht Demo. Die zeige ich in diesem Video, also schaltet da gerne mal rein. Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr das noch nachträglich tun solltet. So, ich gehe mal ganz kurz auf die Besonderheiten ein. Gibt es maximal 7 Runden. Wer in diesen 7 Runden es schafft, 3-mal zu gewinnen, also minimal müssen es 3 Runden sein, kleinere Runden, wo ihr den Zug kapern müsst oder einfach alle Gegner ausschalten müsst, dann ist das ganze Match vorbei. Was aber wichtig zu wissen ist, wenn ihr einmal tot seid, ihr könnt nicht wieder aufgehoben werden. Also ihr könnt nicht respawned werden, ihr müsst warten, bis eine Runde vorbei ist und in der nächsten Runde steigt ihr dann wieder ein. Ihr könnt zwischen den Legenden unendlich oft dazwischen hin und her schalten. Das heißt, wenn ihr merkt, die Legende, die ihr gewählt habt, ist scheiße, nehmt ihr einfach die nächste. Denn, und das ist das nächste, was man beachten muss, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Gibraltar ist die geilste Legende der Welt für diesen Modus, ihr dürft nicht vergessen, jeden Tag ändert sich der Loadout. Was meine ich damit? Jede Legende hat am Anfang eines Tages oder allgemein an einem Tag 2 bestimmte Waffen. Einen Tag später sind die Waffen schon wieder völlig anders. Deswegen achtet, bevor ihr startet mit der Legende, achtet vorher auf die Waffen. Wenn die Waffen scheiße sind, dann solltet ihr eben eine andere Legende wählen. Es bringt nichts, wenn ihr mit Gibraltar, Pathfinder und Co. richtig gut umgehen könnt, aber die Waffen sind scheiße. Deswegen achtet darauf. Und jetzt zu einem Punkt, der mich ein bisschen stutzig macht. Ich habe das Video schon fertig gehabt, wollte es gerade raushauen und dann habe ich nochmal eine Runde zur Sicherheit gespielt, ob denn meine Informationen stimmen. Denn ich behaupte, es gibt keine Loot zu finden, was richtig ist. Ihr findet auf jeden Fall Munition, keine Waffen, keine Heilung und nichts. Ihr habt in eurem Inventar eine Schildzelle und eine Spritze. Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich mich immer und immer wieder mit dieser einen Spritze heilen konnte. Ist das auch so? Ist das so gewollt? Weil darüber lese ich nirgends. Schreibt mir bitte mal in den Kommentaren, ob das tatsächlich so gewollt ist. Denn ich musste mein ganzes Video mit dieser Information komplett über den Haufen werfen. Deswegen ist wahrscheinlich Lifeline schon einer der besten Legenden, die du überhaupt nehmen kannst, weil ihr euch deutlich schneller heilen könnt. Ich ging bis vor einer Stunde wirklich noch davon aus, dass ihr nur eine Spritze pro Runde habt und eine Schildzelle. Jetzt habe ich das mal eben kurz angespielt. Stelle fest, die Schildzelle ist immer noch da. Ich konnte mich immer und immer wieder heilen mit den Spritzen und den Schildzellen. Das finde ich ein bisschen kurios und ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil ich war der Meinung, dass wenn du dich einmal heilst und dir eine Spritze reinhaust, dann ist das raus und du musst halt gucken, dass du überlebst. So kannst du viel aggressiver pushen. Nichtsdestotrotz sollte man trotzdem darauf achten, wenn man tot ist, ist man tot, dann wartest du auf die nächste Runde und das ist wirklich mit Warten verbunden, deswegen passt auf, was ihr macht. Habe ich noch eine Besonderheit vergessen? Ja, ihr müsst halt auf die Waffen achten. So, ich würde jetzt einfach mal, ich spare mir jetzt das, was ich jetzt im Trainingsmodus vorbereitet habe. Wie gesagt, die Information mit der Heilung läuft alles über den Haufen. Ich gehe jetzt grob einfach mal meine 4 Top-Legenden durch, die es lohnt, für dieses Event mitzunehmen. Nummer 1 hat sich jetzt wirklich geändert. Ich hätte Gibraltar auf 1 gesetzt. Ich finde aber, wenn man wirklich unendlich Heilung und Schildzellen hat, Lifeline. Ihr heilt euch deutlich schneller als alle anderen Legenden, wenn ihr euch das reinhaut. Ihr habt eine sehr, sehr kleine Hitbox. Lifeline ist definitiv schlechter zu treffen, als es ein Gibraltar ist. Ihr könnt eure Teammates mit eurer Lifeline-Drohne heilen, falls ihr mal nicht schnell genug mit dem Heilen seid, was eine feine Sache ist. Das war es eigentlich schon von Lifeline. Als nächstes finde ich Gibraltar extrem effektiv. Die meisten werden jetzt sagen, Mensch, die Hitbox ist verdammt groß. Aber für alle, die es nicht wissen, ich gehe davon aus, es gibt sicherlich noch ein paar, auch beim Caustic trifft das zu, den würde ich nämlich in diese Liste mit aufnehmen. Caustic und Gibraltar vertragen 15% mehr Schaden, aufgrund ihrer Größe sind sie halt leichter zu treffen und sie können von schweren Waffen, wie zum Beispiel das Spitfire oder der Flatline, Wingman und wie sie alle heißen, nicht verlangsamt werden. Das heißt, wenn ihr die anschießt,
mit einer schweren Waffe, werden die nicht verlangsamt, alle anderen Legenden schon. Und beim Gibraltar muss ich sagen, er hat ja, wenn ihr auf den Gegner visiert, noch so ein Schutzschild. Wenn ihr das vor euch haltet, muss das erstmal mit 70 oder 75, ich weiß jetzt nicht genau, Schadenspunkten runtergeschossen sein, bevor euer Schild und eure Lebenspunkte überhaupt erstmal angegriffen werden können. Das heißt, der Gibraltar ist ein absoluter Tank und kassiert von allen Legenden wirklich am meisten, bis er überhaupt down ist. Dann habt ihr als taktische Fähigkeit sein Schild. Wenn ihr das hinwerft, heilt ihr euch unter dieser Kuppel A schon mal deutlich schneller, euer gesamtes Team heilt sich schneller und wenn ihr Bock habt und ein gegnerisches Squad vielleicht gerade ein bisschen belastend pusht, während ihr in dem Zug seid, schmeißt die Kuppeln, haut euren Ulti raus, ihr seid unverwundbar und ihr zwingt so die Gegner A von euch vielleicht fern zu bleiben oder erwischt mit Glück sie vielleicht, weil sie oben auf dem Dach sind, während ihr in einem Waggon hockt. Das soll es zu Gibraltar schon gewesen sein. Also ich würde von allen Legenden, die ich euch jetzt hier nenne, Gibraltar vorziehen. Ich habe jetzt mal eine schnelle Runde mit 7 Kills und 1700 Schaden hingelegt. Mit Gibraltar macht wirklich Bock, ohne Scheiß. Als nächstes würde ich Kaustik nehmen, weil Kaustik einfach sehr, sehr effektiv mit seinen Gasfallen agiert. Ihr könnt sämtliche Zugänge auf den Waggons oder in den Waggons zustellen. Natürlich sind die einfach zu sehen und relativ gut runterzuschießen. Aber ihr habt vielleicht mal ein gegnerisches Squad im Zug. Ihr könnt Gasfallen durch Fenster, durch Eingänge werfen. Ist euer Ulti voll? Könnt ihr so die Gegner zwingen? Ihr schmeißt den Ulti einfach durch ein Fenster. Ihr zwingt die Gegner raus aus dem Waggon zu pushen. Sie werden verlangsamt ein bisschen, sie sind angehittet und ihr könnt sie problemlos holen, wenn ihr taktisch gut agiert. Das zum Kaustik. Und wie gesagt, auch er kann nicht verlangsamt werden durch gegnerische Schüsse bei einer schweren Munition. Als nächstes würde ich euch noch Watson empfehlen. Watson kann genauso wie der Kaustik gut Eingänge blockieren mit den Zäunen. Auch hier ist es aber nicht ganz so einfach, die Zäune so zu platzieren, dass ihr die als Gegner oder die Gegner die Zäune nicht runterschießen können, wenn ihr den Fuß abschießt. Des Weiteren ist es natürlich sehr, sehr geil, wenn ihr einen ultimativen Beschleuniger habt und der Mast, den sie als Ulti trägt, den stellt ihr auf. Dann könnt ihr das gesamte Squad schildmäßig hochheilen, was zwar eine Weile dauert, aber trotzdem sehr effektiv ist, wenn die Gegner euch mit Granaten zuballern oder ein Airstrike kommt. Dann haut ihr einfach diesen Mast hin. Aber der Mast ist halt, wie gesagt, sehr, sehr schwierig so zu platzieren, dass die Gegner den von der Ferne nicht kaputt schießen können. Aber Watson, also ist es ganz, ganz selten, dass wenn du auf gegnerische Spots triffst, dass kein Kaustik dabei ist oder keine Watson. Die siehst du sehr, sehr häufig. Also meine Nummer 1 von allen Legenden, wenn man davon ausgeht, dass man wirklich Schilder unendlich hat und eine Live, also diese Spritzen, das steht wirklich überall als Menge im Inventar 1. Das finde ich wirklich ein bisschen kurios. Ich bin mir nicht sicher, wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare, ob das ein Fehler ist oder ob das beabsichtigt ist. Sonst hätte man ja so ein Unendlichkeitszeichen, so eine liegende 8 halt, hätte man als kleines Symbol reinmachen können. Das wäre für mich jetzt angenehmer zu sehen. Okay, ich kann mich unendlich oft heilen. Noch ein paar kleinere allgemeine Tipps, die jetzt nichts unbedingt mit der Legende zu tun hat. Ich würde euch immer raten, landet als Squad möglichst immer gemeinsam. Denn ihr habt nun mal am Anfang eine Waffe. Es gibt keinen Grund, sich von dem Squad zu trennen. Pusht gemeinsam einen Waggon. Ich würde auch nicht unbedingt immer raten, direkt am Start, wenn ihr die Runde beginnt. Ich würde euch nicht raten, unbedingt immer gleich auf den Zug zu fliegen. Das machen viele andere Gegner. Das ist quasi wie im Spiel. Ihr dürft nicht vergessen, ihr findet halt keinen Loot. Landet mal ein bisschen abseits vom Gleis, vielleicht auf einer erhöhten Position, wenn es möglich ist. So könnt ihr von der Ferne vielleicht schon mal gucken, wo landen die Gegner oder wo sind die Gegner gelandet. Ihr solltet alle relativ zeitgleich landen. Vielleicht könnt ihr von der Ferne schon ein bisschen was ausrichten, was nicht verkehrt ist. Und ansonsten lauft nicht stupide durch den Zug. Wenn die Gegner mega belastend sich vielleicht zu verbarrikadieren, ich habe ja ein mega Problem mit diesem Wort manchmal, mit Gasfallen oder mit diesen Elektrozäunen und diesen Mast von Watson, geht einfach mal aus dem Zug raus, klettert auf dem Waggon oben aufs Dach drauf, guckt, ob ihr von oben vielleicht irgendwas ausrichten könnt, um die Zäune kaputt zu schießen oder diesen Mast, die Gasfallen zu deaktivieren und so weiter, dass ihr endlich mal wieder da ein paar Granaten reinhauen könnt. Oder wenn der Zug steht, auch da nicht unbedingt immer im Zug lang laufen. Das machen die meisten. Keine Ahnung, ob das ein Reflex ist. Einfach mal aus dem Zug rausgehen, vielleicht von außen den Zug lang laufen. Ihr hört die Steps eh sehr, sehr gut. Einfach mal durch ein Fenster, durch einen Eingang von hinten klettern oder weiß der Geier was.
Deswegen guckt immer mal, dass ihr die Position wechselt und nicht stupide immer versucht, krampfhaft auf diesem verdammten Zug zu landen. Das zwingt euch oft dazu, dass die Gegner nämlich genau das machen. Sie landen etwas außerhalb, vielleicht auf einer erhöhten Position, gucken auf die Ferne vielleicht. Vielleicht befeitet ihr euch zu zweit mit einem gegnerischen Squad. Ihr seid alle mega low. Ein Squad ist down gegangen und das dritte Squad, was vielleicht ein bisschen gewartet hat, pusht euch genau jetzt, wo ihr runtergeballert seid und ihr seid das einfachste Ziel. Ja, solltet ihr anderer Meinung als ich sein, was die Legenden betrifft, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung, welche Legende ihr mitnehmen wollt. Wie gesagt, füllt die Kommentarsektion. Ich würde mich wirklich sehr, sehr darüber freuen. Lasst diesem Video einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch ein bisschen geholfen hat. Ein Abo, wenn ihr neu seid, keine Infovideos, Tipps und Tricksvideos verpassen wollt. Ich würde mich wirklich mega drüber freuen. Schaut nachträglich noch das Video, was ich heute Morgen oder in der Nacht hochgeladen habe. Da gehe ich auf alles ein, was in dem Event so aktuell ist. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Restwochenende. Habt morgen einen schönen dritten Advent mit eurer Family. Feiert schön. Wir sehen uns im nächsten Livestream, vielleicht schon am Sonntag. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.